Ich gehe nicht so weit wie Ihr Genosse Kaas in seiner Rede vorgestern mit seinen Aussagen über die AfD. Aber liebe SPD, wenn man mit kurzsichtiger sozialistischer Politik aus dem einst blühenden Wirtschaftsstandort Deutschland ein Land der Bauern und Hartz-IV-Empfänger machen will, dann gehören Sie als Regierungspartei verboten und ich hoffe schnellstens auf Neuwahlen. Wer aber von Deutschland das Zerrbild eines Jammertals zeichnet, wie das an den Rändern der politischen Debatte geschieht, der redet eben völlig vorbei an der Realität in unserem Land, in dem es den allermeisten Menschen wirklich gut geht. Und ich erlaube die Bemerkung, wer Volkspartei bleiben oder wieder werden will, sollte sich von solcher Angstmache nicht anstecken lassen. Meine Damen, meine Herren. Und dann haben Sie so gar keine Idee, wie Sie eigentlich die Mütterrente finanzieren werden. Und wer das überhaupt finanzieren soll. Ich habe zumindest mal nichts mehr dazu gehört. Aber genau diese Frage müssen Sie doch erst beantworten. Und lieber Herr Kollege, Sie schreien dazwischen. Ich höre Sie aber leider nicht. Stellen Sie mir eine Frage, dann kriege ich ein bisschen Zeit. Wäre dankbar drum. Aber auch in der sozialen Sicherung. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich gelesen habe, dass aus den Reihen der FDP die Frage, wie viel staatliche Zuschüsse geben wir in die Rentenversicherung, dass eine Verschwendung von Steuergeldern sein soll. Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit. Kollege Vogel, jetzt schwatzt du gerade in den eigenen Reihen, aber ich spreche dich konkret an. Schön, dass du mir zuhörst. Ich finde es wirklich eine Frechheit und auch eine Unverschämtheit, was du hier heute wieder abgeliefert hast. Ich finde, man kann sich hier nicht hinstellen und kann sagen, dass 90% der Menschen in Deutschland so reich und so gut abgesichert sind, dass sie einer Aufstockung und einer Anerkennung ihrer Lebens- und Arbeitsleistung nicht bedürfen. Ich finde es eine Klatsche an die vielen Frauen, die von unserem Grundrentenmodell profitieren. Und ich finde es eine Frechheit, wenn wir davon reden, übrigens ihr in eurem Konzept auch, aber ihr verlasst es bei der Kritik der anderen Konzepte, eine Frechheit zu sagen, es würde hier nicht um eine Fürsorge gehen, wenn ihr bei eurem Konzept der ausschließlichen Situation von Freibeträgen bleibt, dann seid ihr in der Fürsorge, dann nennt es auch nicht Rente, weil das ist Verarsche und das brauchen wir nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, stellen Sie sich vor, das ist das, was im Jahre 2019 bis 2023 der Bundeshaushalt an zusätzlichen Ausgabemöglichkeiten hat. Ja, Herr Minister, so viel. Und jetzt überlegen Sie mal, was von diesen zusätzlichen Ausgabemöglichkeiten, welchen Schluck aus dem Glas sich der Kollege Heil gönnt. Gleich verschütten Sie. Das gesamte Glas. Jetzt können Sie sagen, wie der Kollege Weiß das unter Schrecken seiner eigenen Fraktion gesagt hat. Und das ist gut so. Sie könnten aber mal auf dieses Kabinett gucken, das da wieder bis auf die Kollegin Hagedorn sitzt und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ist es denn richtig, wenn von den Mehreinnahmen, die ein Staat hat, alles in Arbeit und Soziales geht, nichts mehr zur Bildung geht, nichts mehr in den Bereich Nachhaltigkeit geht, nichts zusätzlich in den Bereich Familie geht? Das ist die Krux dieses Haushaltes und dieser Bundesregierung, meine Damen und Herren. Ich habe zur Einstimmung auf die heutige Debatte noch mal die bisherigen Haushaltsdebatten nachgelesen. Mir ist aufgefallen, Rednerinnen und Redner der SPD reden gerne gegen die, Zitat, Angst, die die Populisten schüren. Ja, Abstiegsängste, Konkurrenzdruck, das befördert ein gesellschaftliches Klima, was den rechten Hetzern in die Hände spielt. Da müssen wir ran. Das Problem ist aber, im Grunde ihres Herzens agieren sie selbst noch ängstlich. Sie scheuen sich davor, das Offensichtliche anzusprechen. Und auch heute waren Ihre Reden wieder ein Beispiel dafür, wie man mit unglaublicher Inbrunst und Betonung von leeren Worten an dem vorbeiredet, was so offensichtlich ist. Solange wir hier nicht Mehrheiten und Mut haben, Konzerne und Millionenvermögen ordentlich zur Kasse zu bitten, wird das Geld für den nötigen Kampf gegen die Armut fehlen. Und solange wir diese Union in der Regierung haben, wird das, was notwendig ist, nicht passieren.
Die Menschen da draußen haben eh schon lange den Eindruck, dass diese Regierung wenig Gemeinsames voranbringt. Und das lässt auch diese Debatte erkennen. Bestenfalls holt jeder etwas für sich heraus. Die Union, die Mütterrente, die SPD bekommt was anderes und Johannes Kahrs für seinen Wahlkreis dann noch irgendein Geschenk. Und ehrlich gesagt, der Eindruck wird nicht besser, wenn man diese Haushaltsberatung beobachtet. Das Stellen schaffen und finanzieren ist das eine, ist übrigens wichtig, ist ein großer Unterschied zu vor einigen Jahren. Das Geld für zusätzliche Pflegestellen ist da. Aber Pflegestellen schaffen, ja, wissen Sie, Sie schreiben mir immer schön, es sind zu wenig. Ich kann Sie auch nicht herbeizaubern. Das Zwischenrufen bringt es auch nicht. Davon haben Sie auch nicht eine zusätzliche Pflegekraft. Was wir aber machen ist, nachdem wir die Stellen finanziert haben, jetzt von einer Veränderung bei der Ausbildung, ab dem 1.1. kein Schulgeld mehr nirgendwo in Deutschland und eine Ausbildungsvergütung. Finanzierung war gerade auch Teil der Debatte beim Arbeitsministerium, bei der Bundesagentur von Umschulungen, von Weiterqualifikation, das Anwerben und das Kooperieren mit anderen Staaten von Pflegefachkräften aus dem Ausland, vor allem mit Staaten im Übrigen, die über den eigenen Bedarf ausbilden. Ich werde nächste Woche noch selbst in Mexiko dazu sein. All das und weitere konkrete Maßnahmen machen wir. Sie sind immer nur gut im Problem beschreiben. Wir sind dabei, Probleme zu lösen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Dagegen enthält der Entwurf insbesondere im Pflegebereich Versprechungen, die später schwer zu bezahlen sein werden. Insbesondere wenn es stimmt, was Professor Raffelhüschen errechnet hat, nämlich, dass die, wenn es stimmt, wollen wir ja mal sehen, dass die in den Sozialversicherungen versteckten Verbindlichkeiten die offizielle Staatsverschuldung um ein Dreifaches übersteigen, aber trotz Geld in Hülle und Fülle die Regierungen keine entsprechenden Rücklagen gebildet haben. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Herr Spahn hat ja eine Menge Gesetze vorgelegt. Nicht alles, was er tut, ist falsch, aber dazu reicht meine Redezeit nicht, ihn zu loben. Ich zitiere dafür lieber Martin Litsch, den Vorstandsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes. Er stellt in einem Interview fest, die Preise steigen, aber die Leistungen für die Versicherten verbessern sich bisher nicht. Ich denke, das ist kein gutes Zeugnis. Damals wurden 120 latente tuberkulöse Infektionen und 7 aktive Tuberkulosen ermittelt. Wir, die AfD, brechen diese Schweigespirale. Unsere Bevölkerung muss vor derartigen Krankheiten geschützt werden. Und das nicht nur wegen der exorbitanten Kosten. Und wie oft müssen wir, die AfD, noch auf diese für jedermann offenkundigen Gefahren hinweisen? Bis auf Sie, die sicher alle sitzen, endlich handeln. Ich bin gleich fertig. Fakten hören nicht auf zu existieren, nur weil sie ignoriert werden. Dankeschön. Ja, bereits mehrmals erwähnt worden, man kann Minister Spahn mit Sicherheit keine Untätigkeit vorwerfen. Aber es ist ja Herbst, Zeit der Laubbläser. Und mich erinnert das Handeln des Ministers schon etwas an einen Laubbläser. Sehr laut, unüberhörbar, immer um Aufmerksamkeit auf sich ziehend. Aber am Ende löst er die Probleme nicht, sondern bläst sie nur auf einen anderen Haufen. Und nun hat die FDP den Gesundheitsminister umtriebig genannt, die Linke vom Laubbläser gesprochen. Mir fällt da der neue Besen ein, der üblicherweise gut kehrt. Dieser Minister ist ein mutiger Minister. Das hätte ich gewollt, dass das mal der eine oder andere sagt. Und wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie sich zum Beispiel das an, was er im Bereich der Gematik gemacht hat. Wenn alle Menschen, die von Pflege profitieren, das sind alle, wenn die alle in ein System einzahlen würden, dann hätten wir die Probleme nicht. Wenn wir diese 34 Milliarden in die Pflege bekommen, das müsste eigentlich auch ein Anliegen der privaten Pflegeversicherung sein, dass es in die Versorgung fließt, weil auch die Privatversicherten profitieren davon. Und die Leistungen sind gleich. Bei der Bürgerversicherung, der Krankenversicherung sehe ich ein, dass das Konstrukt nicht ganz einfach ist. Bei der Pflege ist es einfach. Die Leistungen sind gleich und das kann man relativ schnell machen. Und darüber, über diesen Teil sollten... Von allen habe ich nicht gesprochen, aber ich kann Ihnen noch ein paar auflisten. Ich werde Ihnen noch ein paar sagen, Probleme, die wir haben. Aber im Gegensatz zu Ihnen sind wir hier in der Regierung und wir setzen uns nicht nur damit mit Fantasien auseinander, sondern wir lösen die Probleme. Das ist bei Ihnen eine Fantasie, weil Ihnen die nicht schmeckt, aber ich bin auch gerne bereit, dass wir das weiter fortführen. Ich weiß, dass das Sie reizt und deswegen habe ich das auch gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es
soll während der Rede der Abgeordneten Dr. Birgit Malsack-Winkemann eine Grenzüberschreitung gegeben haben. Ich konnte das bis zum Ablauf dieses Tagesordnungspunktes noch nicht überprüfen, da mir noch nicht der vorläufige Protokollauszug vorliegt. Sollte dies der Fall sein, kündige ich hier dann die entsprechende Rüge an. Wir haben ja die Einzeletats einmal durchdekliniert. Was haben wir da gelernt? Zum einen, dass Herr Gauland wie die AfD beim Thema Rente, Digitalisierung und Bildung ein Totalausfall ist. Dass die AfD sich um die Wähler nicht kümmert, aber insbesondere darum, dass die Wohlhabenden kein Soli zahlen müssen. Das heißt, neoliberale Politik von der AfD, das ist meine neue Mischung. Das heißt, Herr Gauland, vielen Dank für die Beiträge, aber wir haben gelernt, dass Sie spalten können. Wir haben es erlebt. Sie können Tatsachen verdrehen. Sie können Ängste bei den Menschen in diesem Land schüren. Was Sie nicht können, ist sauber, anständig einen Haushalt vorlegen. Funktioniert nicht. Bei dem Kollegen Lindner, der heute ja wieder mal nicht da ist, ist es so, dass man immer noch merkt, dass er eigentlich hätte gerne irgendwie vielleicht doch regieren wollen, können, müssen, keine Ahnung. Aber die FDP hat sich nun entschieden, nicht regieren zu wollen. Deswegen sind Ihre Vorschläge alle ein bisschen armselig. Und vielleicht an dieser Stelle auch ganz kurz, es ist an der Stelle vielleicht auch mal Danke zu sagen an die Leistungsträger dieser Nation. Was macht die SPD-Bundestagsfraktion? Sie verhöhnt sie mit tollen Bildern vom cocktailschlürfenden, im Liegestuhl liegenden Steuerzahler. Vielen Dank dafür. Ich meine, Herr Kollege Berghelger, Sie haben es doch selber erwähnt, wir bringen hier einen Haushalt ein am Ende der Einbringungswoche und wir haben alle keine Ahnung, was Sie im Bereich Klimaschutz machen werden. Wir haben keine Ahnung, wann Sie uns mal Ihre konkreten Vorschläge einbringen werden und wir sollen schon mal drüber beraten. Sie wollen konkrete Vorschläge? Ich mache Ihnen noch einen. Lassen Sie uns doch mal an die klimaschädlichen Subventionen rangehen. Wir können da nicht nur Geld einsparen, sondern wir können wirklich was gestalten. Das wäre doch mal eine Alternative zu Ihrer Ideenlosigkeit und Planlosigkeit oder gar dem mangelnden Gestaltungswillen. Das ist nämlich das, was Sie uns vorlegen. Der Kollege Jung hat in seiner Rede eine Sache hier gebracht. Der hat gesagt, Alternative zu den Schulden könnte es auch sein, wenn man Prioritäten setzt. Sie können gar keine Prioritäten setzen. Wissen Sie warum? Weil Sie gar keine Prioritäten haben. Weil Sie nach der Devise fahren, die CDU-CSU bekommt die Mütterrente, die SPD bekommt das eine oder das andere. Und frei nach meiner großartigen Kollegin Corinna Roffert, die das heute Morgen gesagt hat, der Kollege Kahrs bekommt dann seine ganzen Wunschvorstellungen für Hamburg. Das ist Ihre Politik und das ist Ihre Bilanz. Und sorry, das ist zu wenig für dieses Land. Ich möchte am Anfang damit darüber aufklären, weil ich hörte es schon vorhin aus den Reihen der AfD. Jetzt hat sich auch noch die Ekin Deligöz angeschlossen. Warum stehe ich denn jetzt eigentlich hier und nicht unser Finanzminister Olaf Scholz? Das sollten natürlich Haushälter wissen, weil die ja regelmäßig die Vorberichte zur ECOFIN und Eurogruppe kriegen und der liegt Ihnen seit ein paar Tagen vor. Der Minister Scholz ist in Helsinki bei der Eurogruppe und beim inoffiziellen ECOFIN. Ich kann nachvollziehen und erwarte nichts anderes, dass Sie finden, er sollte lieber hier sein und auf europäischer Ebene schwänzen. Ich gehe aber davon aus, dass der Rest des Hauses es gut und richtig findet, dass der Minister die Gelegenheit nutzt, mit allen europäischen Kollegen den Dialog zu pflegen und Europa auf einen guten Weg zu bringen in schwieriger Zeit. Und noch zur Außenpolitik. Noch immer steht eine Medienmeldung im Raum, wonach viel Geld an den Irak fließen könnte, damit IS-Mörder mit deutschem Pass dort nicht zu streng verurteilt worden. Und es ist nicht dementiert. Es war klar, dass diese Zwischenfrage, Herr Binnig, es war klar, dass das kommt. Es ist nicht korrekt dementiert. Es ist nicht, hören Sie zu, da lernen Sie noch was. Ich fordere erneut die Regierung zu einer Erklärung, auch zur Entstehung dieser Meldung. Und inzwischen auch die Staatssender ZDF und ARD, die diesen vorliegenden einschlägigen Papiere der Regierung offenzulegen. Und natürlich haben wir keinen Vertreter des Außenamts hier heute. Auch wenn die Summe, um die es geht, sich inzwischen reduziert hat, scheint weiterhin klar, dass die Regierung ernsthafte Gespräche mit dem Irak und Syrien über die Zahlung bis zu $1 Milliarde für das Wohlergehen von etwa 70 IS-Kämpfern führt. Das ist so nicht erklärbar, auch nicht mit einer Fürsorgepflicht für deutsche Staatsbürger.
Und der Finanzminister hat davon gesprochen, dass wir Zukunftsoptimismus bräuchten. Er hat Roosevelt zitiert. Und da bin ich sehr gerne bei Ihnen, denn was hat denn Roosevelt gemacht? Roosevelt hat gesagt, wir müssen die Reichen in diesem Land endlich besteuern. Wir müssen die Arbeitnehmer schützen und wir müssen öffentliche Investitionen auflegen und Zukunftsoptimismus ausstrahlen. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich ein Land, in dem sie Busse und Bahnen besser benutzen können. Aber wir zäumen das Pferd doch von der falschen Seite auf, wenn wir über CO2-Steuern zum Beispiel diskutieren, die ein Reicher leicht wegstecken kann. Und dann nicht anfangen, in Bahn zu investieren, damit die Menschen auch endlich eine Alternative haben. Das müssen wir tun, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben Alexander Dobrindt hat in seinem ersten Jahr 3,6 Milliarden Baufreigaben gemacht im Straßenneubau. Letztes Jahr waren es nur noch 535 Millionen. Und die Ursache, dass die Investitionsmittel nicht abfließen, die liegen unter anderem bei den Grünen, weil sie jegliche Planungsbeschleunigung im Bundesrat blockieren. Das ist die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Soll bei der Windkraft... Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt noch 13 Minuten erste Lesung zu diesem Haushalt plus das, was ich auf meine 6 Minuten eventuell noch draufpacken muss. Und dann haben wir bis zu der Bereinigungssitzung Nein. am 14.11. Versuch was wert. Und liebe Kollegin Lötsch, ich garantiere Ihnen auch, dass wir nicht zulassen werden, dass Mieterinnen und Mieter demnächst eine Vermögensteuer auf Gebäude zahlen müssen. Denn es ist doch völlig klar, dass derjenige, der die Vermögensteuer auf ein Mietwohngrundstück zahlen muss, die sofort auf die Mieten umlegt. Sie wollen die Mieterinnen und Mieter weiter belasten, entgegen dem, was Sie immer erzählen. Das werden wir nicht zulassen. Wir wollen, dass Mieten nicht weiter verteuert wird. Und deshalb ist das mit uns nicht zu machen.